Hallo, schönen guten Abend aus dem Enjoy in Dorsten zum Bodycross am Freitag, 18.15 Uhr. Wir legen los. Was ihr heute braucht, ihr braucht zwei kleine Gewichte, eine Matte, mehr brauchen wir nicht. Einfach nur zwei kleine Gewichte, entweder kleine Dosen, irgendwelche kleinen Gewichte, Scheiben oder sonst was. Wir fangen aber erstmal an, machen uns ein bisschen warm, kreisen die Arme ein bisschen, den Oberkörper ein bisschen verdrehen dabei und gehen langsam ins Wochenende. Die Arme einmal andersrum. Gut, die Arme lang auseinander, die Handflächen verdreht und den Oberkörper rotieren. Die Schultern ein bisschen aufwärmen. Ja, heute ist die Eva mit dabei. Hallo. Wir beide sind heute das dynamische Duo. Ja, zeig dich mal. Hallo. Gut, einmal die Hüfte kreisen. Oh, das ist schön. Ja, wunderbar. Ich war auch früher mal Bauchtänzer. Seien Sie lange vorbei. Einmal andersrum. Du siehst so gelenkig aus. Wow. Ja, sieht nur so aus. Gut, die Beine einmal zusammen, oberhalb der Knie fassen und kreisen. Das machen die Fußballer auch immer, ne? Ja. Ist sowieso ganz gut, um die Gelenke warm zu machen. Einmal andersrum. Man kann ja nicht immer gleich mit der Tür ins Haus fallen, ne? Gut, einmal in die Grätsche, mit der Hand von rechts nach links und umgekehrt. Oh, du bist aber flott. Ja? Ja. Ja, sieht nur so aus. Das ist mein normaler Lockdown-Modus. Gut, langsam aufrollen, die Hände auseinander und dann die Füße einfach hin und her bewegen. Bisschen den Rumpf lockern. Mal einmal reinhören in den Körper. Jetzt hüpfen wir nur noch auf einem Bein und andere Fuß pendelt vorne locker hin und her. Seite wechseln. Nochmal die Seite wechseln. Jetzt vorne die Hacke aufsetzen, hinten die Spitze. Einmal seitlich vor. Alles schön locker. Genau. Vorne schön die Hacke, genau, hinten die Spitze. Seite wechseln. Der Bewegung kommen wir in den Jumping Jack. Oh. Naja, jetzt geht der Puls etwas hoch. Ja,
Füße vor zurück dabei. Und die Arme nehmen wir mit nach vorne. Wow, Music. Yo. Miau, Music. Wow. Gut, jetzt die Beine auseinander. Arme gehen weiter auf und ab. Boah, ich bin eben vorm Abschauen gleich platt. Ah! Arme wieder nach außen. Und im Wechsel ein Knie zur Brust. Locker hochziehen. Braucht nicht ganz so hoch sein. Gut, komm einmal zum Stillstand. Nur die Handgelenke nach vorne kreisen. Die Unterarme einmal mitnehmen. Schöne große Bewegung. Ganz einmal andersrum. Sehr schön. Und dann gehen wir einmal in den Squat. Einfach, als wenn wir uns unten hinsetzen. Die Arme locker nach oben. Rücken gerade. Knie drücken nach außen. Wunderbar. Komm, noch 4, 3, 2 und einmal unten halten. Ellbogen drücken ein bisschen gegen die Knie. Ein bisschen Druck aufbauen. Hände vorne aufsetzen, Füße nach hinten. Ein Knie nach vorne und dann machen wir mal ganz leicht Mountain Climber, ja? Ganz lockeres Tempo dabei. Ganz kleine Bewegung. Und jetzt werden wir immer größer. Und ein bisschen schneller, dass wir den Puls mal einmal ein bisschen hochkriegen. Und wieder langsamer werden. Füße nach vorne, nochmal in die Hocke. Langsam hochkommen. Gut, trink nochmal einen Schluck. Ich stelle eben die Musik um und dann fangen wir an. Ihr braucht sofort die zwei kleinen Gewichte und wir fangen mit dem Squat an. Ich bin warm. Bist du warm? Ja. Ja. Haben wir doch schon mal ein Ziel erreicht für heute. Geht sofort weiter. Da, 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 da. Ja, hier hat es gerade gestürmt und gedonnert. Und ich habe die Hunde im Auto. Ich hoffe nicht, die haben mir nicht ins Auto gemacht vor Angst. So, du musst ein bisschen lauter machen irgendwie. Dein Handy ganz laut. Ja, habe ich da alles. Dein Aufs muss lauter. So, wir fangen nochmal neu an. Welcome to Bodycross. So, so bis weg. Gleich. Your workout starts in 5, 4, so, wir fangen an. 3, 2, gehen einfach in den Squat. 1, runter go. Und hoch. Gewicht lassen wir erstmal, wo es ist. Ja, einfach erstmal halten. Haltet da einfach so die erste Runde. Elena. Einfach genießen. Schön auf die saubere Ausführung achten. Marie. Genau. Michelle. Marie und Michelle sind auch dabei. Jedes Mal, ne? Die erste Runde haben wir nur 30 Sekunden. Da kommen wir erstmal reinschnuppern in die Übung. Bisschen in unseren Körper reinhorchen. Wie fühlen wir uns heute? Geht es uns richtig spitze? Oder so lala. So, ich nehme jetzt eine Matte. Weichen Untergrund. Wenn ihr zu Hause einen Teppich habt, ist auch nicht schlimm. Gehen in die seitliche Plank. In den Seitstütz. Kommen wir hoch. Die Hüfte schiebt hoch. Hand lang. Wer möchte, hält einfach nur so. Ansonsten bewegen wir Ellbogen zum Knie. Immer schön ran. Gucken, dass die Hüfte schön oben bleibt. Nicht durchhängen. Und alles anspannen. Zur Hälfte wechseln wir einfach. Da haben wir 2x15 Sekunden. Seite einmal wechseln. Zack. Schön lang machen. Jawohl. Dranbleiben. Als Option könnt ihr auch ein Knie ablegen, am besten ein unteres. Oben geht schlecht, ja? Macht ihr einfach so. Jetzt bin ich schon wieder weg, die Eva ist dran. So. Elena, eine Runde boxen. Und wir sehen uns nächsten Samstag. Freue ich mich. Das ist unser Geheimnis jetzt. 4, 3, 2, 1, go. Nimm ruhig die Beine mit. Soll ich dir sagen, was du nach mir machst? Ich kann es nicht erkennen.
Butterfly Reverse ist die nächste Übung, Eva. Ja, das ist meine. Ja, ich sag dir das jetzt immer an. Ich mache heute keine Liegestütze. Also zumindest nicht hier vorne. So, Popo tief, Schulter tief, Rücken gerade. Bist du soweit? Es geht los, Arme zur Seite. 4, 3, 2, 1, go. Ohne Schwung, komm hoch. Hoch. So, und Elena, am Montag oder morgen früh kannst du schon mal reingucken in den Total Body Workout Kurs. Der ist mit Langkantel. Ja, Montag um 17 Uhr. Dann weißt du schon mal, was dich erwartet, wenn du dann deine Langkantel hast. Oder vielleicht kommst du ja doch morgen zu mir. Ja? Komm weiter. Du kannst ja auch mit Petra zusammenkommen. So, jetzt ist der Gerät wieder dran. Weiß die Gewichte nicht immer so, Eva, da wackelt die Kamera. Das letzte Mal gesehen. Ich dachte, wir hätten ein Erdbeben. So, für die nächsten beiden Übungen brauchen wir gar keine Gewichte. Wir brauchen einfach nur unseren Körper. Wir gehen diagonal mit dem linken Fuß zur rechten Hand und umgekehrt, ja? Einfach nur so hoch, wie er kommt. Ja? Einfach ganz locker hoch. Oh, die Eva, endlich. Jawohl, da sieht man, dass du mal auf der Bühne gestanden hast. Hier ist was los, mein lieber Scholli. Jawohl, weiter dran. Habt ihr schon gehört? Mallorca ist kein Risikogebiet mehr. Da meint die Eva, jetzt können alle Hüllen fallen hier. Wir wandern aus. Komm, dranbleiben. Für die nächsten 4 Wochen. Jawohl. Nächste Übung brauchen wir auch wieder kein Gewicht. Gehen einfach runter, Liegestütze. Entweder ganz normal gestreckt oder ihr geht mal runter, geht auf die Knie, drückt euch dann nach oben, ja? Ist ein bisschen leichter, hat aber einen super Effekt, weil wir runter gestreckt gehen. Und los geht's, 30 Sekunden. Ja. Schön gerade wie ein Brett, alles anspannen. Versucht mal die Hände zu machen wie so Krallen, wie ein Tiger, der sich in den Boden richtig reindrückt. Ja, schont ein bisschen die Halbgelenke. Oh, die Hälfte ist schon um. Soll ein bisschen schneller werden hier, ne? Tack, tack. Schön gerade bleiben. Ah. Jawohl. So, Eva, du hast noch 2 Runden. Ja, zwei Übungen und dann ist die nächste Runde ein bisschen länger. Die schieben wir auch sofort hinterher. Ausfallschritt gesprungen. 1, 1, 2. Meine Übung. Haben wir noch gar nicht gehabt dieses Jahr. Nee, hatten wir noch nie. Ich mach's dir nochmal vor. Ja. Die Top-Übung aus dem Jahr 2020. Da ist sie wieder. Ich finde die schön. Die ist wunderbar, die ist super geil. Vor allen Dingen, wenn die 1 Minute geht. Und danach brauche ich eine Matte und dann machen wir Crunches. Aus Bauch. So. Leg dich hin. Beine öffnen. Beine hoch, öffnen, Arme über den Kopf. Oh, ist so schön. Guck mal. Und Action. Das ist schön, ne? Du kannst auch gerne deine Gewichte dazu nehmen. Da freu dich einfach, wenn du es heute noch ohne Gewichte machst. Bitte die Beine strecken. Alle. Sehr gut. Erste Runde haben wir. Die zweite Runde kommt sofort. Jetzt haben wir 45 Sekunden und 15 Sekunden Pause. Ihr braucht die Gewichte wieder. Fangen an mit dem Squat. Gewichte haben wir. Und schlagen eine Hand abwechselnd nach oben. Zack. Ja. Einfach immer hochstoßen. Im Wechsel. Zack. Da ist noch raus. Jawohl. Macht doch richtig lang nach oben. Schön aus der Schulter raus.
Oh, Johanna macht auch mit. Jawohl. Deine Frau macht auch mit. Ja, wunderbar, da freue ich mich doch. Ich dachte, die kocht gerade was. Dann macht sie nebenbei, wir haben ja den Thermomix. Weißt du? Der kann ja alles alleine. So, wir brauchen wieder eine weiche Unterlage. Kommen wir da in den Seitstütz. Ja, jetzt wird es ein bisschen länger. Dann müsst ihr euch ein bisschen, müsst ihr artig sein. Ja, schön durchziehen. So, Arm auseinander und ranziehen. Ja, gerne auch ein Bein ablegen. Bevor man das nicht macht, lieber ein Bein ablegen. Aber ansonsten erstmal versuchen, lang zu bleiben. Schön lang und wieder zusammen. Jawohl, die Seite wechseln. Was ist denn hier los mit den Männern? Zügig. Ja. Schön strecken. Nicht durchhängen. Immer dran. Ja. Das gibt's doch nicht. Und dann kommt wieder Boxen. Jawohl. Und jetzt wird wieder geboxt. Hilfe, hau rein. Komm. Ich habe mir heute die schönen Übungen ausgesucht. Die schönen Übungen. Die schönen. So, so. Aber hoch. 2, 1, go. Komm, weiter, weiter. Zieh durch. Michael und Detlef, ich schicke euch gleich den Link. Ihr habt das wieder verpasst. Dass wir jetzt dran sind. Ich schicke euch den jetzt in der Pause. Komm, noch 20 Sekunden. Komm weiter. Schieb durch. Schieb, 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 schieb. Ah. Oh jo, jetzt werden die Arme schwer. Ja. Und als nächstes Liegestütze, Eva. Nee. Nee, hast du gar nicht. Nee, heute Glück nicht. Ja. So, Popo tief. Rücken gerade. 3, 2, 1, go. Ohne Schwung. Ja. Bleib schön unten mit dem Oberkörper. Und mach weiter. Komm. Hoch. Sieht sehr gut aus, Eva. Schöne Farbkombination. Ja, ich habe passend zum Raum angezogen. Perfekt. Komm, die Hälfte hast du schon. Zieh durch. Ja. Nicht aufhören, nicht aufhören. Komm weiter. Hoch. 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 Ach. Ah. Komm weiter. Ja, ja, ja. Jawohl, da bin ich wieder. So, wir brauchen wieder kein Gewicht. Diagonal mit dem Fuß zur Hand. Optional können wir auch vorher noch eine Kniebeuge gehen. Gehen dann hoch, ja? Ist ein bisschen schwieriger dann, ja? Wie ihr wollt. Entweder runter, zack. Immer im Wechsel. Oder ihr macht einfach abwechseln. Dann sind wir schneller. Aber haben wir eben die Kniebeuge nicht drin. Die hatten wir auch gerade schon drin. Halbzeit. Ja. Das sieht auch gut aus. Durchziehen jetzt. Fliegt hier gleich das Schuhband raus. So, nächste Übung haben wir wieder Liegestütz. Wieder auf den Knien oder gestreckt. Wichtig ist, dass der Rücken gerade ist. Versucht euch richtig mit den Händen im Boden festzukrallen. Ja? Als wenn wir in Luft buddeln wollen. Und los geht's. 45 Sekunden. Alles machbar. Jawohl. Machst du die gar nicht mehr auf die Knie? Bitte? Machst du die gar nicht mehr auf die Knie? Nee, ich mach mir da immer die Knie kaputt. Deshalb mach ich die lieber mit gestreckten Beinen. Weißt du?
hat mir so eine nette Physiotherapeutin gesagt. Die sagt, das kriegst du immer wunde Knie, kriegst du davon, ja. Das ist die Dana. Genau. Seitdem mache ich lieber gestreckt. Weil wir haben ja noch eine, die Christa. Ja, die sagt das, glaube ich, auch. Also einfach mal ausprobieren. Oder runter gerade und dann nur auf den Knien hoch. Runter. Ah, guck, da bin ich schon fertig. Ich bin wieder dran. Ruckizucki. Ich bin dran. 1, 1, 2. 5, 4, 3, 2, 1. Ich mach gleich die Heizung aus. Go. Voll warm hier. Ja. Geht tief. Geht tief. Tief. Tiefer. Ja. 20 Sekunden. Komm weiter. Zieh durch, zieh durch. Tief. Tief. Ja. Tief. Hier liegt schon Schweiß. Schwitzt du schon, Gary? Nein, von mir ist er nicht. Kann ich sagen. Das ist von Dana, von ihrem Bob. Doch, wird von mir sein. So. Five, eine öffnen. 3, 2, 1, go. Go. Komm weiter. Oh, ich freue mich so, wenn wir uns alle wiedersehen. Persönlich. Oh, ich glaube, das wird erst nach Ostern was. Komm weiter. Komm, die Halbzeit, das ist schon oben. Danach haben wir ungefähr 2 Minuten Pause. Ehrlich? Jetzt durchziehen. Ja, ja, da haben wir 2 Minuten Pause. Bevor dann die 60-Sekunden-Runde kommt, können wir uns noch mal ein bisschen locker machen, ein bisschen dehnen. Machst du dann das Fenster auf? Klar, machen wir das Fenster auf. Und nicht so laut sein, sonst hören die Hunde das. Rest. Ich bleib jetzt mal eine Minute hier liegen. Das sieht auch gut aus, wenn du so rumliegst. Ja. Wenn du gerade eingeschaltet hast, wir sind im Bodycross und wir haben gerade eine aktive Pause. 45 seconds left. Und Netflix kann ich nur sagen, guck den Film, sie weiß von dir. Wir haben nur eine Minute Pause, Eva. Sie weiß von dir, Netflix. Müsst ihr gucken. Ich hab's heute bis zum Ende geguckt. Ich hab das in 2 Tagen geschafft. Eva, wir haben doch nur noch 30 Sekunden Pause. Sagt die Tante in der Musik. Also musst du gucken, dass du jetzt langsam hochkommst. Und hast dann gesagt, legen wir los. 2 Minuten. Ja, hab ich vertan. Du musst auch noch vorher die Kamera umstellen. Ja. So, ich will ja nur ins Bild hier rein, weißt du? Ich gehe jetzt langsam weg. Wir sehen uns ja gleich wieder. Ich mach dann das Fenster wieder zu. Jetzt musst du. Hast recht. Du hast recht. So, 60 Sekunden haben wir. 2, 1, Gewichte zur Hand. Und dann geht's los, ja? Eine Hand hoch oder beide? Ich nehme mal beide. Ey, hier hat einer eine BVB-Jacke liegen. Das glaube ich ja jetzt nicht. Könnt auch wechseln, zwischendurch mal eine Hand hoch. Ist das dein Schlüssel? Oder beide. Ist das dein oder einmal ganz ohne. Ist das dein Schlüssel, der BVB-Schlüssel, der da liegt? Nein, habe ich nicht. Ich habe einen von Galatasaray. Komm. Hoch und hoch. Immer schön dranbleiben. Jawohl. Ja, ihr merkt schon, hier steht der Spaß im Vordergrund. Den Ball bewegen wir uns noch ein bisschen. Aber dann auch möglichst schnell. Weil langsam kann jeder. Ja, variiert ruhig mit dem Gewicht. Wuhu. Jawohl, die 1 Minute merkt man auch. Da geht die Post ab. Wir legen uns wieder hin. Auch da wird es jetzt ein bisschen anstrengender. 1 Minute kann lang werden. Seitlich. Und los geht's. Wichtig ist, dass ihr nicht durchhängt. Nehmt lieber ein Knie runter. Schön gerade bleiben. Gibt's ja nicht.
Jawohl. Versucht dann ruhig mal auch, wenn ihr auf der Couch liegt. Zieh. Kann man auch auf der Couch machen. Beim Zugucken. Lisa und Kim, macht ihr mit? Habt ihr mir versprochen? Und komm, Gas geben, wir bringen uns in Schuss. Durchhalten! Jetzt durchhalten! Ja, da merkt man schon 15 Sekunden mehr. Obwohl, ich könnte noch. Oh. Nicht mehr lange. So, Boxen! Weiter geht's! 5, 4, 3, 2, komm, Arme hoch! 1, go! Schnelle, lange Arme, komm! Komm, bleib im Tempo! Nur die Harten kommen in den Garten. Komm. Zieh durch. Komm. Zieh durch. Ist das eigentlich schon die Minute? Ja, das ist schon die Minutenrunde. Ach. Genau, Eva. Merkt man doch, oder? Du nicht, ne? Du bist so weit von den Formen. Ich habe immer noch ein bisschen Schulter. Aber es waren jetzt drei Menschen an meiner Schulter. Christa, Sascha und dann Dana. Jeden Tag jemand anders. Ja, dann mache ich morgen mit der Massagepistole. Genau, Gary hätte so, Liegestütze, Eva. Mit der Pistole kommen können. Warte, was habe ich jetzt? Ah, war nur ein Scherz. Ach ja. 5, 4, 3, 2. Nein, die mache ich heute nicht. Go. Machst du nicht, ne? Ich mach's heute. Obwohl ich die echt sonst gerne mache. Aber ich habe einen Tipp gekriegt und der Tipp war, mach die heute nicht. Und dann halte ich ja mal mich da dran, ne? Ja. Ich mach dann erst Montag wieder welche. Montag erst. Schaffe ich. Weil morgen früh bin ich nur Kamera. Komm, Halbzeit! Ja. Diese Übung kann ich gut. Hatten wir dies Jahr auch noch gar nicht, ne? Nee. Das ist neu, ne? Ich habe die letzte Mal in der Bravo Girl gesehen. Ja. Ich wollte immer schon mal machen. Bravo Girl. Das ist einer meiner Abos. Ich hab neben dem Enjoy-Abo bei YouTube. Boah, jetzt wird mir aber auch schon warm. Guck, so kriegt man die Minute noch rum, ne? Ja. Will ich dir ein bisschen Wahrheiten aus meinem Leben erzählen? Ja, mach das. So, wir gehen wieder diagonal mit dem Fuß zur Hand. Ja, entweder mit einer Kniebeuge vorweg, zack, oder ihr macht einfach Tempo und dann geht's los. Und ab, zack. Versucht ruhig mal ein hohes Tempo reinzuziehen, dass das Herz-Kreislauf-System mal ein bisschen angeregt wird. Oh, der Sascha ist auch dabei. Jawohl. Der Sascha, unser Snowboarder, den möchte ich gerne auch mal wieder vor der Kamera sehen. Das war der Burner. Aber da muss er auch die Buchse wieder anziehen. Vielleicht hat er auch schon eine neue. Vielleicht den Gelb. Für BVB. Ja, wenn man die lange genug anlässt, wird die auch gelb. Das stimmt. Ah, das will keiner hören. Kopfkino. Heuwägelchen. Weißes Pferd auf grüner Wiese. Tack. Jetzt wird es gleich interessant. Haben wir noch die Liegestütze, 60 Sekunden. Ist schon eine Nummer. Versucht aber so lange wie möglich schön die Knie oben zu lassen. Einmal durchatmen. 32. Position einnehmen. 32 im normalen Tempo. 32. Aber du kannst mach mich groß, schneller. Eva. Dann mach mal 50. 4, 3, mach mal 50. 2, zähl du mal mit. 5. Komm. Jawohl. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
22, 23, 24, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jetzt artig sein! 14, durchziehen! 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, weiter! 23, weiter! 25, weiter, 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 weiter! 26, weiter! 27, oh. 28, 29, 30! Oh. Oh. 30 hast du aber nicht mehr gemacht. Mehr ging nicht! Entschuldigung! Das waren 25 und 30 sind 55. 2, 1, go. Was mache ich denn jetzt überhaupt? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eva, nächstes Mal trinken wir nach dem Training ein. Ja. Nicht schon vorher. Ich war so begeistert von den Liegestützen. Wart ihr das auch? Er hat gekämpft, der Gerrit. Ja, du willst ja nur, dass ich die gleich einarmig mache. Hör auf, mach ich nicht. Heute nicht. Und einbeinig. Einbeinig, genau. Ja, ist eine Option. Dann ist schon wieder der Bauch dran. Zieh durch. Wow, ganz schnell meine Matte. Ich lege die aber auch immer so weit weg, einen ganz langen Weg habe. Komm, eine Minute Bauch. Fang schon mal an. Beine öffnen, Arme über den Kopf, zwischen deine Beine. Oh, du hast mich groß gemacht. Ja, klar. Wir wollen noch was haben von dir. Eva, danach hast du aber 2 Minuten Pause. Ja? Wieder. Dann haben wir richtige 2 Minuten, echte 2 Minuten Pause. Da kannst du gerne erstmal liegen bleiben, dich ein bisschen dehnen. Ich schäle mir einen Apfel in der Zeit. Ich habe einen in der Tasche. Ja, den nehme ich. Den zeige ich dir gleich. Ich habe immer einen Apfel mit. Ah. Und gekochte Eier, aber die habe ich schon gegessen heute. War der Gong schon da? Ja, der Halbzeitgong war schon da. Oh, Gott sei Dank. Nicht aufhören! Zieh durch! Komm, Elena. Ah. So, wunderbar. Rest. Bleibt einfach liegen. Holt ein bisschen Luft. War der anstrengendste Teil der Stunde. Jetzt haben wir noch 2 kürzere Runden. 2x45 Sekunden. Aber erholt euch erstmal. Ah. So schön. Einmal durchatmen. Mach du auch ruhig dein Fenster auf. Dann erwarten sich jetzt noch 2 Runden. 45 und 30. Ja, 45 Sekunden Belastung, 15 Sekunden Pause. Die schaffen wir auch noch. Eva, letztes Mal hast du so schön getanzt bei dem Lied. Ehrlich? Heute tanze ich nicht. Ich stehe jetzt mal ganz langsam auf. Ja, trink noch einen Schluck. Du kannst mir gerne schreiben, wenn ihr irgendwas... Dann würde ich sagen, legen wir auch gleich wieder los. Wie lange haben wir denn noch? Ah, sagen wir mal, in 20 Sekunden legen wir wieder los, okay? Also ihr könnt noch gerne was reinschreiben in den Live-Chat. Ich antworte dann. Ja, dann habe ich auch was zu tun. So, ich räume mal ganz langsam das Feld. Zwei Runden haben wir noch. So, in 10 Sekunden geht's weiter. Macht schon mal die andere Mucke an. Macht euch bereit.
Nehmt eure Gewichte. Wir fangen wieder an mit dem Squat. Boah, fast noch hingelegt, super. Und ab geht's. Wir gehen runter. Ein Arm hoch oder beide. Ja? Jetzt schlag ich mal diagonal. Ja? Einfach zur Seite. Haben wir noch eine schöne Hüftrotation drin. Komplette Muskelkette einmal aktiviert. Da bleibe ich einfach bei dieser Runde. Habe ich mal Bock drauf. Hälfte ist schon um. Ja, die ist jetzt echt kurz. Und weiter dranbleiben. Die Arme immer wieder schön hoch, zurück zum Gesicht. Gut, da war schon der letzte. Wir legen uns wieder hin. Side Plank. Weichen Untergrund. Der Ellbogen ist genau unter der Schulter. Und dann geht's los. Schön lang machen. Entspannter Blick. Entspannter Blick. Denkt an eure Stirn. Ich habe mittlerweile schon Falten. Man hat mich da zu spät drauf aufmerksam gemacht. Aber da kann man aber noch was machen. Aber da macht alles der Chirurg. Nach dem Lockdown. Nee, spritzen. Einfach nur spritzen. Spritzen, meinst du? Ja. Gut. Seitenwechsel. Obwohl, du siehst gut aus so. Danke. Du brauchst das nicht. Die Hüfte schön hochdrücken, nicht fallen lassen. Man neigt immer dazu, sacken, nach unten zu sacken. Schön alles stabilisieren. Richtig fest bleiben. Jawohl. Eva, du darfst schon wieder. Boxen. Boxen. Jetzt ist aber richtig. Richtiges Boxen jetzt. Jetzt ist richtig Boxen. Arme wieder hoch. Schöne Schultern. Schnelle Beine, wenn du willst. Schon dran. Er hat schon Go gesagt. War ohne. Komm. Komm, zieh durch. Weiter, 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 weiter. Weiter. Hast du mich jetzt nachgemacht? Sofort vorbei. Komm. Schieb durch, schieb durch. Ich geh mal davon aus, du machst gleich wieder keine Liegestütze. Nein, mach ich gleich nicht. Ah, nächste Woche wieder. Butterfly Reverse, Eva, kann ich dir anbieten? Mach ich. Okay. Popo tief, Rücken gerade. Blick nach vorne. 5, 4. Und es geht los. 2, 1, go. Ja, schön ausatmen, wenn die Arme hochgehen. Hoch. 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 Komm, bleib im Tempo. Versuch dein Tempo zu halten. Komm, zieh durch. Zieh durch. Zieh durch. Komm weiter. Ja. 20 Sekunden noch. Schüttel deine Wasserflaschen durch. Deine Bierpullen, deine Dosen, was auch immer. Komm hoch. Durchhalten! Schon wieder vorbei. Gut. Wir gehen wieder diagonal mit dem Fuß zur Hand oder ein Squat dabei. Ich mache diesmal eine Runde komplett mit Squat und dann diagonal. Ich will ein bisschen angeben. Macht einfach mit. Zack. Gut. Oh, ich habe schon ein paar aufgegeben. Wo seid ihr? Hälfte ist um. 20 Sekunden nochmal. Jetzt durchbeißen. Hintern schön runter. What? Ja! Jawohl. 45 Sekunden Liegestütze.
Auch da haben wir eine kleine Alternative. Geht runter, Liegestütz und zwischendurch mal den Ellbogen nach vorne. Knie zum Ellbogen. Ja. Und los geht's. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ich zähle nicht mehr. Oh, jetzt siehst du wieder gut aus. Ach, danke. So ganz in Schwarz, Rot. Halbzeit. Schuhe abgestimmt auf das T-Shirt. Dann kommt 1, 1, 2. Nicht, dass ich wieder was anderes mache. Durchziehen, komm, komm, komm. Ah. Geschafft? Ja. Eva ist dran. Max? Nee, 1, 1, 2. 1, 1, 2. Übung von 2020. Nein, das 1, 1, 2 ist Feuerwehr. Go. Was ist los? Tief. Tief. Tief! Tief! Was bummelst du da rum? Zeig mal deine Beinarbeit an. Ich seh das. Einmal die Beinarbeit einblenden. Sieht aus wie bei Rocky früher. Oh, den hab ich gerne geschickt. Der war letztens wieder im Fernsehen. Ja, war Creed 2, ne? Hab ich ja auch gesehen. Ich hab aber nicht bis zum Ende geguckt. Ich bin vorher leider eingeschlafen. Aber der hat bestimmt gewonnen, ne? Oder? Der Creed hat gewonnen, genau. Ach, meine Matte ist ja hier. 5, 4, 3, 2, 1. So. Go. Lass uns nochmal den Bauch machen. Und dann haben wir nur noch eine Runde. Komm, zieh durch. Ah. Komm, durchziehen, Eva. Danach hast du wieder eine kleine Pause. Kleine Pause haben wir wieder eingebaut. Eine Minute Pause dazwischen. Und dann kommt schon die letzte Runde. Bei mir werden die Beine gerade schwer. Ah. Ja! Juhu! Päuschen, Eva. Erhol dich schön. Oh. Soll ich nochmal lüften so ein bisschen? Gerne. Ach ja. Genießen die Ruhe. Die Ruhe vor dem letzten Sturm. Weil ich hab dir gar nicht gesagt, ne? Die letzte Runde ist auch 45 Sekunden. Ja! Mein Handy kann nur die 45er jetzt noch. Wir glauben ihm nicht. Doch, ist aber so. Nein, wir glauben ihm nicht. Nein, die fühlt sich an wie 30, sind aber 45. Wir glauben ihm nicht. Ich hatte da keinen Einfluss drauf. Falls es so sein sollte, ich kann da nichts führen. Eva, du lässt dich heute einfach mal führen. Ja, ich. Wir verkürzen auch die Pause ein bisschen. Weil Pausen werden ja überbewertet. Ne? Sag mal, in 15 Sekunden können wir wieder loslegen. Okay. Ja, dann haben wir eine 45 Sekunden Runde, 15 Sekunden Pause und dann sind wir auch schon durch. So, macht euch bereit. Es kommt die letzte Runde. Ihr braucht eure Gewichte. Und dann fangen Welcome wir an mit dem Squat. Your workout starts in 5, 4, 3, 2, 1. Und los geht's. Runter und ab. Ja, hoch oder diagonal im Wechsel oder nur eine oder beide oder ganz ohne. Je nachdem, wie ihr jetzt noch drauf seid. Hauptsache, ihr zieht durch. Michelle, machst du auch noch mit? Weiter geht's. Hier, unsere Michelle. Michelle,
Michelle Hunziger, oder wen meinst du? Nein, unsere Michelle. Ja, ist doch unsere, oder? Wir haben doch nur eine. Jawohl. Seitstütz. Können wir die Intensität auch noch ein bisschen erhöhen? Machen wir einfach mit Gewicht. Gehen seitlich runter. Gewicht in der Hand. Und dann geht's los. Ja. Schön lang werden. Ausbalancieren. Hüfte darf nicht durchhängen. Gewicht nicht zu hoch wählen. Wenn es gar nicht mehr geht, Gewicht weglegen. Oder Knie auf den Boden. Seite wechseln. Jawohl. Jetzt durchbeißen. Dann wieder die Box. Letzten Sekunden. Jawohl, und geschafft. Sehr schön. Eva, du darfst, wenn du möchtest. 5, 4, 3, 2, 1, go. Was sind das denn jetzt? 30 oder 15? 45, 15. Echt? Schaffst du? Ich schaff das. Schaffst du das auch? Muss ich doch. Schaffst du das zu Hause auch? Darum geht's ja. Du sollst Spaß haben. Ja. Kannst du gerne reinschreiben, wenn dir das zu lange ist oder zu kurz. Das sind 45. Ja, weiß ich. Weißt du, ich bin nicht so viel Spaß. Weiter. Reverse, du hast mich nicht angesagt. Reverse, Butterfly. Ja, oder mach die Liegestütze. Nein. Ich mach die heute noch zu Liegestützen. 3, 2, 1, go. Komm, ohne Druck. Eine schöne geführte Bewegung und bleib im Tempo. Komm, zieh durch. Komm weiter. Zieh durch. Komm weiter. Ich merke es. Komm. Jawohl, das sah doch gut aus. Eva, du bist so weit von den Formen, wunderbar. So, wir gehen einfach wieder diagonal mit dem Fuß zur Hand. Five, links four, zum rechten, three, zur rechten Hand. Two, one, und ab geht's. Go. Wer möchte, macht einfach eine Kniebeuge dabei. Ich bleib jetzt einfach mal stehen. Nicht, dass ich hinterher noch zum Arzt muss, Muskeln absaugen oder so. Brauchen wir nicht. Da werden wir lieber ein bisschen schneller nochmal. Zack. Immer einen kleinen Zwischenschritt. Hopp. Ja! Hey. Gary! Ja. Eva, da kannst du schreien, wie du willst. Ich mach keine einarmigen Liegestütze. Aber einbeinige. Einbeinige geht, aber nicht einarmige mache ich heute nicht mehr. Wenn der Wechsel kommt, dann machst du das. So, wir machen jetzt die Liegestütze. Ein Bein hoch. Three, two, komm, ein Bein hoch. One, go. Und ab geht's. Oben lassen das Bein. Ja, guck mal, ne, eins die ganze so meinst Zeit du, ne? Eins oben lassen. So. Bis der Gong kommt, ja. Okay, kann wechseln. Ich auch machen. Super sieht das aus. Sieht gut aus? Ist die Belastung viel größer auf der Schulter? Ja. Jetzt das Bein Seite wechseln. Und weiter. Demnächst auf dem Step.
Du hast gut lachen davor. Dann an die Wand. Du trinkst da deine Fanta und ich racker mir hier einen ab. Ich trank Fanta und dann... Oh, du hast doch immer Ideen hier. 1-1-2. Ja, mach mal. 1-1-2. Auf ein Bein, ja. Auf ein Bein jetzt. 1-1-2, Eva, komm. 2-1-go. So, schön tief gehen. Ist die letzte Runde. Nach hier nach nur noch die Bauchübung. Komm, zieh durch. Oh, da weiß ich schon eine schöne Übung, die ich morgen, Montagmorgen ein Sixpack mache. Ist mir gerade eingefallen. Schöne Bauchübung. 1-1-2 Crunch. Nein. Die haben wir noch nie gemacht hier. Noch nie gemacht? Noch nie. Schaltet alle ein, Montag. Sixpack. Weltpremiere. Eine ganz neue Übung. Ich könnte die ja jetzt vormachen, aber ich tue es nicht. Um wie viel Uhr ist das am Montag? 10.30 Uhr. 10.30 Uhr. 5, 4, muss ich mir gleich aufschreiben, damit ich die nicht vergesse. Da komme ich, da spreche ich mit meinem Arzt ab. Ah, komm, die letzten 45 Sekunden sind nur noch 40. Kämpfe! Zieh durch! Mach ich dann die Entspannungsmusik oder du? Du hast Vollservice heute, Eva. Du brauchst nur liegen bleiben gleich. Du brauchst dich um nichts kümmern. Der Onkel nicht. Macht alles. Ich möchte gerne Kenny G hören. Soll ich dir auch ein schönes Licht machen? Guck mal, ja. Wie sieht's damit aus? Bist du Lieder. Begeistert? So, bleib mal mit mir liegen. Zieh die Schuhe aus. Du bist ja alleine zu Hause. Wenn du meinst, du kannst sie nicht ausziehen, zieh aus. Vielleicht hast du auch ohne Schuhe mitgemacht. Füße ausstrecken. Ah. Morgen früh geht es um 10 Uhr hier weiter. Mit total Body Workout, auch wieder mit zwei Trainern. Ja. Langkanteltraining und Flaschentraining. Vielleicht gibt es morgen mal keinen Bananensaft, sondern Kirschsaft. Kirschsaft, genau. Kann die Johanna Kirschsaft mitbringen? Habt ihr sowas zu Hause? Wir haben nicht. Wir haben nur Fanta. Ich habe bei dir auf dem Tisch auch schon Cola gesehen. Ja, aber nur wenn ich die Hamburger esse. Bei Hamburger ja. Und Pizza genau. Essen wir mal trinken hab mal Cola. Hab ich gesehen. Hab ich gesehen, hat dann Film gemacht. Ich denke, oh guck mal, Cola trinkt er auch. So, Knie ranziehen. Das war letzte Woche. Da hatten wir nämlich unser Schild nicht stehen. Weil der Gerry nicht hier war, wir vergessen. So, Knie auf die eine Seite, Kopf auf die andere. Dann bitte lächeln. Jetzt sieht man dich gar nicht mehr. Bin ich so dick? Nein, Eva. Das ist das Fernsehen. Warte, ich gehe ein bisschen höher. Vielleicht sieht man mich noch. Boah, ich habe so einen dicken Popo jetzt. So besser? Jetzt, ne? Da ist der Gerry. Falls ihr ihn nicht seht. Da. Seht. Sonst geh du ein bisschen tiefer. Ich? Wo soll ich denn hingehen? In die Richtung musst du nun. Sollen wir die Seite mal wechseln? So, jetzt die Seite wechseln. Ah, jetzt kann ich den Gerry mir angucken, seine roten Turnschuhe. Meliert mit Schwarz. Und dann kommen wir wieder zurück. Schaukel mal vor und zurück, komm in den Sitz. Vierfüßlerstand. Ich mach die Miezi und du machst den Hund. Miau. Und jetzt bist du dran. Wuff, wuff. Nochmal. Ja, lass mal, sonst wird das alles zu. Ich kann das besser. Die
kriegen wir Ärger mit dem Tierschutz. So, einmal die Füße zusammen, die dicken großen Zehen. Schieb den Po nach hinten, leg die Stirn ab. Deine Achseln wollen zur Matte. Dein Brustbein schiebt auch zur Matte. So, und bevor deine Nase jetzt stört, kommst du wieder hoch. Nimmst dein rechtes Bein nach vorne. Linkes Bein bleibt hinten. Knie ist aufgelegt von deinem linken Fuß, der Fuß auch. Das Knie ist aufgelegt, Hände neben deinem rechten Fuß. Der rechte Fuß krabbelt langsam nach vorne. Und dann geht er ein bisschen nach rechts. Ja? Und dann legst du den linken Ellbogen ab und dann den rechten. Bist du mal dabei? Jo, ich bin dran, klar. Und lösen. Wechsel. Linkes Bein nach vorne. Krabbel mit dem Fuß weit nach vorne. Rechte Hüfte tief. Linker Fuß leicht nach links. Rechter Ellbogen ablegen. Linker Ellbogen ablegen und halten. Versuch beide Ellbogen abzulegen. Und lösen. Fuß wieder nach hinten setzen. Komm nach vorne. Beine öffnen. Popo kommt nach vorne. Du kippst nach vorne mit deinem Becken. Dann legst du wieder deine Ellbogen ab. Schön halten, ein bisschen warten. Gary. Eva, ich habe Ellbogen. Ach ja, weiß ich ja genau. Ich habe Schulter. Geh mal zu deinem rechten Bein. Leg den rechten Ellbogen ab. Nimm den linken Arm übers linke Ohr und geh in Richtung Fuß. Und dann fass deinen Fuß an. Dann komm langsam wieder hoch. Komm nochmal nach vorne. Ellbogen ablegen. Und die Stirn. Kennst du alles schon? Hast du alles schon mal gemacht? Und dann geht zum linken Fuß. Ellbogen ablegen. Der Arm geht rüber. Fass den Fuß. Kurz halten. Wieder zurückkommen. Jetzt gehen die Arme nach hinten. Roll die Schulter zurück. Weites Dekolleté. Nochmal richtig schön die Schulter zusammenziehen. Das sieht gut aus. Füße zusammen. Knie runterdrücken, auf deine Füße gucken, ein bisschen mit den Füßen wackeln, das tut den Zehen auch gut. Füße aufstellen, komm mit deinem Po nach vorne, Ferse bleibt stehen, komm ganz nach vorne. Wenn du jetzt deine Ferse oben hast, so zum Beispiel, dann öffnest du deine Beine noch ein bisschen weiter, dann geht's besser. Dann kippst du wieder nach hinten. Wow. Hände aufsetzen, roll dich hoch. Beine strecken, aufrollen. Wirbel für Wirbel. Oh, einmal die Kamera. Danke. Nimm die Arme nach hinten. Das macht der Gary auch immer gerne. Und dann gehst du immer mit dem Oberkörper vor. Ja, oder? Genau. So? Ist das richtig? Ja, wunderbar. Das machen wir jetzt für den Gary. Komme ich wieder hoch. Nochmal die Schulter von vorne nach hinten kreisen. Komm in unsere Arme. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir einen schönen Abend noch. Morgen früh, 10 Uhr geht's weiter. Am Sonntag auch um 10 Uhr mit Christa und um 11 Uhr Cycling mit Bernd. Das ist dein Wochenende. Tschüss. Gut, wir freuen uns. Bis bald. Haltet euch wacker. Abonnieren, Daumen drücken. Daumen geben. Danke.